Entlastung. Eine Art Zauberwort in der Pflegepolitik. Pflegekräfte sollen entlastet werden, aber auch Angehörige, die ein Familienmitglied pflegen. Das Angebot der Kurzzeitpflege zum Beispiel soll ihnen Urlaube ermöglichen, Auszeiten, um neue Kräfte zu sammeln. Steht einem auch gesetzlich zu. Das bedeutet, für diese Zeit übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Das klingt gut, aber es kommt gar nicht dazu. Denn diese Plätze sind Mangelware. Am Ende heißt das für die Angehörigen Belastung statt Entlastung. Es ist kurz nach 16 Uhr. Hallo. Bis morgen. Bis morgen. Isolde Hehns Mann Peter kommt aus der Tagespflege nach Hause. Ab jetzt kümmert sie sich wieder um ihn. Er leidet an Parkinson und Demenz. Bei fast jedem Schritt muss sie ihm helfen. Sie hat kaum Zeit für sich selbst. Auf Dauer ist das eine große Belastung. Man muss tatsächlich an sich selber denken. Und dann sagen so, ich will jetzt aber auch in Urlaub fahren. Ne? Und den hat sie schon gebucht. Eine Woche früher im Juli. Zusammen mit ihrer Freundin Ingeborg Johannesberg. Ihren Mann möchte sie in dieser Zeit in einem Heim unterbringen, einer sogenannten Kurzzeitpflege. Bei 20 Heimen hat sie es schon versucht, aber keinen Platz gefunden. Man kriegt ja immer die gleiche Antwort. Geht nicht. Rufen sich nicht fest. Ja. Rufen Sie 14 Tage vorher an. Vielleicht haben Sie dann Glück. Isolde hat ja sonst überhaupt keinen Urlaub das ganze Jahr. Und das ist die einzige Zeit, die sie in Ruhe genießen kann, wenn sie dann ihren Mann unterbringen kann. Ja. Laut Gesetz können Menschen wie Isolde Hehn bis zu 8 Wochen Kurzzeitpflege im Jahr beantragen. Ja, da müssen so die Idee. Als pflegende Angehörige steht einem das ja zu, ne? Aber auf der anderen Seite geht nicht, wir haben keinen Platz. Das ist schon ganz schön blöd. Nicht zu wissen, wo ihr Mann bleiben kann, das belastet Isolde Hehn zusätzlich. Dabei soll die Kurzzeitpflege pflegenden Angehörigen doch eigentlich das Leben erleichtern. Der Mangel in der Kurzzeitpflege zeigt sich auch für Corinna Wolf täglich. Im Sozialdienst eines Krankenhauses sucht sie Plätze für ihre Patienten. Denn auch wer entlassen wird und noch nicht gesund genug für den Alltag zu Hause ist, hat Anspruch auf Kurzzeitpflege. Manchmal habe ich die Situation, dass ich 26, 30 Einrichtungen angefragt habe. Das geht dann weit bis über die Landesgrenze, bis nach Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg. Ohne dass wir irgendwo Erfolg haben mit einem freien Pflegeplatz für Kurzzeitpflege. Corinna Wolf erlebt immer wieder, was das für die Menschen bedeutet. Das ist natürlich ganz fürchterlich für die Angehörigen, weil die dann weit, weit fahren müssen, um die Angehörigen zu besuchen. Die müssen Hilfsmittel hinbringen, Koffer hinbringen mit Sachen. Und das ist alles enorm schwierig, gerade wenn man hier auf dem ländlichen Raum lebt. Für Kurzzeitpflege gibt es die sogenannten eingestreuten Plätze in normalen Pflegeheimen. Auf dem Papier sind das genug. In Hamburg sollen es bis zu 1.500 sein, in Mecklenburg gut 400. Schleswig-Holstein hat keine Zahlen, in Niedersachsen sollen es sogar 4.811 Plätze sein. Kontrolliert wird das offenbar nicht, denn viele Plätze stehen gar nicht zur Verfügung. Norbert Zobel weiß, warum das so ist. Er betreibt auf diesem Gelände verschiedene Pflegeeinrichtungen, darunter eine Kurzzeitpflege. Ihn ärgert, dass viele der eingestreuten Plätze nur in der Statistik existieren. Diese eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze sind eher fiktive Plätze. Sie stehen leider oft in der Realität nicht zur Verfügung, weil eine Langzeiteinrichtung, die die Wahl hat, und wir haben die Wahl als Langzeiteinrichtungen, werden mit Langzeitbewohnern belegen und die Nachfrage für das Altenpflegeheim von Bewohnern, die auf Dauer kommen wollen, die ist ja fast überall so groß, dass es kein Träger Interesse daran haben wird, mit Kurzzeitpflegen zu belegen. Zobels Kurzzeitpflege dagegen ist eine sogenannte solitäre. Seine 12 Plätze stehen ausschließlich für Kurzzeitpflege zur Verfügung. Solche solitären Einrichtungen gibt es insgesamt nur sehr wenige in Norddeutschland. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 9 mit 149 Plätzen, in Niedersachsen 53 Einrichtungen, in Hamburg 2.
Und in Schleswig-Holstein hat auch die letzte geschlossen. Bitte schön. Und schmeckt? Hier in Norbert Zobels Kurzzeitpflege ist gestern Ingeborg Kolthof eingezogen. Heute hat sie Besuch von ihrer Tochter. Ingeborg Kolthof kann nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr richtig laufen und soll es hier wieder lernen. Nee, gestern gar nicht. Schön, super. Wenn ich mir das hier mal angucke, auch wie hier betreut und mobilisiert wird, letztendlich geht es ja darum, wir möchten unsere Mutter gerne wieder nach Hause haben. Mit Patienten wie Ingeborg Kolthof lässt sich nur schwer Geld verdienen. Der bürokratische Aufwand ist hoch, auch wenn sie nur kurz bleibt. Zudem kommen viele Patienten aus dem Krankenhaus mit einem Pflegegrad, der zu niedrig angesetzt ist. Und wenn das Zimmer nach ihrem Auszug ein paar Tage leer steht, bleibt das Heim auf den Kosten sitzen. Es ist so, dass der Mehraufwand, den wir haben in der Kurzzeitpflege, einfach an medizinischer und pflegerischer Versorgung, wird nicht in der Form refinanziert, wie es nötig ist. Für Kurzzeitpflege bekommen Heimbetreiber also einfach zu wenig Geld von den Pflegekassen, sagt Zobel. Als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung müsste Andreas Westerfellhaus eigentlich dafür sorgen, dass es genügend Kurzzeitpflegeplätze gibt. Doch auf Nachfrage bleibt er unkonkret. Ich kann doch nur aus Sicht der Bundesregierung oder als Pflegebevollmächtigter sagen, wir kümmern uns darum, dass es Anreize gibt und Möglichkeiten gibt, dass der Wille des Gesetzgebers, nämlich ausreichend Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung zu stellen und vorzuhalten, dass dem auch nachgekommen wird, dass es keine Gründe gibt, sich aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit heraus zurückzuziehen. Haben Sie einen Zeithorizont? Wann wird man vielleicht spürbare Verbesserungen merken können? Naja, der Zeithorizont, wir arbeiten mit Hochdruck in dieser Legislaturperiode an vielen, vielen pflegerischen Themen. Dazu gehört die Kurzzeitpflege. Eine Lösung des Problems scheint nicht in Sicht. Dabei würde Isolde Hehn die dringend brauchen. So. Von Urlaubsstimmung ist sie weit entfernt. So richtig freuen kann ich mich noch nicht. Und vorbereiten kann ich eigentlich auch nichts. Weil Sie immer denken, ja, kriege ich jetzt einen Platz oder kriege ich keinen Platz? Für ihren Mann muss Isolde Hehn weiter telefonieren. So lange, bis sie doch noch irgendwo einen Platz findet. Damit sie ihren Urlaub nicht absagen muss. Ja, kein Platz bis heute. Und im Juli, wie gesagt, soll der Urlaub stattfinden. Da ist nicht mehr viel Zeit. Wir sind eins. ARD.